Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der Funktionalanalysis, auch im neuen Jahr 2019. An dieser Stelle, da das hoffentlich noch in einem vertretbaren Rahmen rauskommt, wünsche ich erstmal allen noch ein frohes neues Jahr. Und ich denke mal, wir beginnen relativ direkt. Das letzte Video ist noch gar nicht so lange her, allerdings, dass ich es aufgenommen habe, ist für mich schon ein bisschen länger her. Das hat man vielleicht auch im Video selbst gesehen. Das habe ich aufgenommen und irgendwann vergessen. Da ging es um die Banach-Algebren und insbesondere um die Konvergenz von der Neumannschen Reihe in Banach-Räumen. Und von diesem Satz der Neumannschen Reihe werden wir heute relativ exzessiv Gebrauch machen, indem wir uns Anwendungen der Neumannschen Reihe auf lineare Integralgleichungen angucken. Und wenn wir das gemacht haben, dann kann ich schon mal so als kleinen Ausblick geben, dann sind wir auch bald durch mit diesem Teil 3 der Prinzipien. Und zwar kommt danach noch eine kleine Einführung in die Spektraltheorie. Das ist eine ganz coole Anwendung, beziehungsweise eine ganz coole eigene Theorie, wie der Name schon sagt, wo man relativ viel mitmachen kann. Und danach kommt noch der Satz von Hahn-Banach, beziehungsweise die Sätze von Hahn-Banach. Da gibt es mehrere Versionen von. Und dann sind wir mit den Theorien, mit den Prinzipien, also mit Teil 3 sozusagen durch. Und dann ist es auch so, dass wir tatsächlich mal mit der Hälfte des Kurses, so wie ich ihn geplant habe, durch sind. Und ja, dieses Projekt verfolgt mich jetzt schon länger und ich will es jetzt auch langsam mal durchkriegen, deswegen versuche ich mal ein bisschen regelmäßiger dann zu arbeiten. Ich kann aber da wie immer nicht groß was versprechen. So, jetzt aber nach diesem etwas ausufernden Monolog direkt rein in Grundlagen der Funktionalanalysis. Also, was machen wir heute? Wir untersuchen lineare Integralgleichungen. Integralgleichungen haben wir im Prinzip schon mal kennengelernt, als wir uns über Differentialgleichungen so ein bisschen unterhalten haben und in Kapitel 11 gesehen haben, dass Differentialoperatoren nicht unbedingt stetig sein müssen, auch keine stetige Einbettung haben müssen. Bei linearen Integralgleichungen das hingegen immer funktioniert. Und jetzt wollen wir halt diese Integralgleichung, wie wir sie da kennengelernt haben, noch ein bisschen charakterisieren, ein bisschen sortieren. Dabei kommen jetzt im Wesentlichen zwei unterschiedliche Integralgleichungen raus. Das erste ist die Fredholmsche Integralgleichung, das zweite ist die Volterrasche Integralgleichung. Und die beiden sind sich strukturell ähnlich, allerdings gibt es einen signifikanten Unterschied und ich hoffe, dass wir den im Laufe dieses Videos rausarbeiten können. Ja, die Beweisidee für alle Sätze, das sind jetzt Eindeutigkeitssätze oder Existenzsätze, das ist häufig die Neumannsche Reihe oder gerade die Konvergenz der Neumannschen Reihe, wie wir sie im letzten Kapitel formuliert haben. Und deswegen werden wir einige der Beweise auch nicht explizit ausführen, sondern wir werden nur Ideen geben. Hier fehlt eine Pause-Section, das ist nicht so schlimm. Und bevor wir jetzt überhaupt irgendwas anfangen, definieren wir uns erstmal die erste Sorte von Integralgleichung. Das wird die Fredholmsche Integralgleichung sein. Und dafür nehmen wir uns eine kompakte Teilmenge des Rn. Also irgendein Kompaktum und wir nehmen uns einen stetigen Kern auf k². Das ist im Prinzip das gleiche Setting, wie wir es bei der Definition von Integralgleichungen schon hatten, als wir die in Kapitel 11 angeguckt haben. Nur jetzt sind wir eben in einem etwas anderen, mit etwas anderen Toolset sozusagen ausgestattet. Wir haben jetzt insbesondere die Neumannsche Reihe und dann kann man eben über diese Integralgleichung wesentlich mehr aussagen, wie wir gleich sehen werden. Das erste, was wir uns definieren, ist wie gesagt diese Fredholmsche Integralgleichung. Das ist einfach folgendes. Wir nehmen uns eine Funktion f und definieren uns f von t minus und dann integrieren wir über dieses Kompaktum k, was wir da oben gewählt haben. Dann nehmen wir uns den Kern kappa von t, s, das ist stetig. Das f von s schreiben wir noch ins Integral rein, ds. Und das soll gleich sein irgendeine Funktion g von t für t aus k. Also das soll wieder so eine global zu lesende Gleichheit sein. Und Integralgleichungen dieser Form heißen Fredholmsche Integralgleichung. Wir kümmern uns erstmal nicht groß an Bedingungen an f und g. Sicherlich kann man aber diese Gleichung sinnstiften und auch wohldefiniert halten, wenn sowohl f als auch g stetig sind. Und dann haben wir hier eine wohldefinierte Gleichung, aber man kann das natürlich noch ein bisschen abschwächen. Und um diese Abschwächung, da geht es in den folgenden Sätzen. Wichtig bei der Fredholmschen Integralgleichung, das möchte ich an dieser Stelle direkt anmerken, ist, der Integrationsbereich ist in gewisser Art und Weise konstant. Wir haben hier ein Kompaktum genommen und an diesem Kompaktum wackeln wir nicht. Das wird einer der großen Unterschiede sein zur Volterraschen Integralgleichung, die wir nachher noch sehen werden. Und die hat eben nicht konstante Integralgrenzen, wobei man natürlich hier den Begriff von konstanten Grenzen ein bisschen in Anführungsstrichen setzen muss, weil natürlich haben wir hier keine wirklichen Grenzen am Integral, sondern wir integrieren über einen Bereich im R hoch n. Aber dieser Bereich ist eben konstant in dem Sinne, dass er sich nicht ändert. Das heißt, das ist nicht abhängig von der Integrationsvariablen. Das ist vielleicht noch die wichtigste Alleinstellungsmerkmal.
Ja, und jetzt können wir uns sozusagen die Neumannsche Reihe schnappen und mal überlegen, ja, wenn wir diese Stetigkeit von f und g fordern, ne, ja, wann haben wir denn eine Lösung? Und das ist die Aussage von Satz 16.2. Und zwar hat diese Fredholmsche Integralgleichung 1 genau eine Lösung f in ck für jede Störungsfunktion g in c von k, also Störungsfunktion in dem Sinne, dass sie eben auf der rechten Seite der Gleichung steht. Das ist so ähnlich wie die Störfunktion oder der Störterm mit Differentialgleichung. Für jede stetige Störfunktion g gibt es genau eine Lösung f, die das Ding löst. Und zwar vorausgesetzt, naja, dass die Zeilenintegralnorm von Kappa, von dem Kern, kleiner als 1 ist. Naja, und das ist relativ logisch, weil wenn das der Fall ist, dann konvergiert unsere Neumannsche Reihe gegen ein festes Element in dem Banachraum. Ja, und dann sind wir fertig, weil C von K im Banachraum ist. Also das ist sozusagen der Beweis, der hinter dieser Aussage steckt. Da ist jetzt nichts Dramatisches hinter, nur diese Bedingung an die Zeilenintegralnorm von Kappa sichert eben die Konvergenz der Neumannschen Reihe und damit die Existenz der Lösung. Und da es nur eine Lösung geben kann, weil das Ding ja einen bijektiven Operator induziert, also die Neumannsche Reihe, sind wir an der Stelle fertig. Das Ganze können wir ein bisschen weiter treiben. Also 15.3 ist die Neumannsche Reihe, das soll nochmal dazu sein. Und 11.4, diese Formel, das ist einfach folgende Abschätzung. Das ist einfach die Norm des Integraloperators gemessen in der Operatornorm über C von K ist einfach die Zeileninteralnorm. Vorausgesetzt, unser Integraloperator hat diese Form, wie wir sie in Kapitel 11 definiert haben. Das nochmal hier, um diese Formeln und den Satz nochmal aufzugreifen. Das Prinzip dieses Satzes, das können wir jetzt noch ein bisschen weiter transportieren. Und zwar können wir da Satz 16.3 machen. Wir verallgemeinern das Setting insofern, dass wir uns einen allgemeinen sigma-endlichen Maßraum nehmen und irgendeinen messbaren Kern auf Omega Quadrat nach k. Und zwar einen messbaren Kern, sodass eine der Abschätzungen aus Satz 11.9, die habe ich gleich unten nochmal stehen, die Aussage Norm SK in der Operatornorm LP von Omega kleiner 1 ergibt. Und wenn das der Fall ist, dann ist nach dem gleichen Argument mit der Neumannschen Reihe, haben wir genau eine Lösung, und zwar für jedes G in LP. Also wenn ich jetzt die Störfunktion in LP von Omega wähle, dann gibt es unter der Voraussetzung, dass die Integralnorm oder dass die Operatornorm von unserem Integraloperator kleiner 1 ist, für dieses G in LP genau eine Lösung f in LP, die die Fredholmsche Gleichung löst. Na, und hier geht eben wieder die Neumannsche Reihe ein. Das ist eben diese kleine 1-Bedingung oben, die ist ganz charakteristisch dafür. Ja, und die Abschätzung in 11.9, das ist in Kurzform die hier. Die kann man sich jetzt nochmal kurz zu Gemüte führen, aber es ist im Wesentlichen eine Abschätzung der Operatornorm S Kappa. Ja, also wir haben ja einmal die L2-Normabschätzung, wir haben einmal die L1-Normabschätzung und die allgemeine LP-Normabschätzung. Naja, und wenn halt eine davon irgendwie gilt, dann haben wir die Eindeutigkeit der Lösung und vor allen Dingen die Existenz der Lösung, ne, aus der Neumannschen Reihe. Das ist sozusagen der Gag an der Geschichte. Naja, und jetzt kann man sich ja fragen, wie sieht das denn aus, wenn ich mir eine stetige Störfunktion g nehme, also ein g in c von k, und ich will aber eine Lösung haben, die schwächer ist, also im LP-Sinne eine Lösung haben. Und dann gibt es auch wieder eine Lösung, und das sagt uns Satz 16.4. Da haben wir die gleichen Voraussetzungen wie eigentlich bis jetzt immer. Wir haben eine kompakte Teilmenge in Rn und wir haben einen stetigen Kern Kappa in k Quadrat, also ein c von k Quadrat. Und wenn wir jetzt wieder die Abschätzung haben, dass eben die Norm von S Kappa in der Operatornorm bezüglich LP kleiner als 1 ist, dann können wir eine stetige Störfunktion wählen und finden genau eine LP-Lösung, die Gleichung I minus SK mal F gleich G löst. Und das ist im Prinzip genau das, was aus der Neumannschen Reihe folgt, weil das ist genau der Grenzoperator der Neumannschen Reihe, wenn wir uns da mal kurz daran erinnern. Und insbesondere sagt die Neumannsche Reihe dann, dass unter diesen Voraussetzungen der Operator I minus S Kappa, ja, dass der sogar bijektiv ist. Ne? Und I minus S Kappa, das ist eigentlich nur die Operationalisierung dieses Fredholmschen Integraloperators, weil da steht ja in gewisser Weise f von t minus Integral k Kappa von t, s f von s. Wenn ich das f jetzt formal ausklammern würde, dann würde ich sozusagen f von t durchs Ausklammern wird die Identität, das I sozusagen. Naja, und das andere ist der Integraloperator angewendet auf f. Das heißt, dass hier oben steht, dieses I minus SKF gleich G, das ist nichts anderes als eine operationalisierte Schreibweise für die Fredholmsche Integralgleichung. Also auch das ist eine Aussage zur Lösung von 1, also von der Gleichung 1. Joa, also bis jetzt alles relativ Handwaving, alles relativ unspektakulär, weil wir die Vorarbeit einfach geleistet haben. Wenn man das händisch beweisen wollen würde, dann wird man jetzt natürlich viel mehr Arbeit haben mit der ganzen Geschichte.
So, jetzt haben wir diese Fredholmsche Integralgleichung, wie wir sie hier stehen haben, ja erstmal nur für stetige Kerne über einer kompakten Teilmenge in Rn betrachtet. Wir können den Kern aber auch matrixwertig zulassen. Und wenn wir matrixwertige Kerne nehmen, dann kommen wir zur Volterraschen Integralgleichung. Das machen wir jetzt folgendermaßen in zwei Schritten. Zunächst definieren wir uns einen allgemeinen Volterra-Operator. Dann diskutieren wir eine wichtige Eigenschaft, nämlich eine Normabschätzung für den Volterra-Operator. Das wird der erste Beweis sozusagen sein, den wir hier in diesem Videoteil machen werden. Und dann gucken wir uns damit noch ein bisschen was zur Volterraschen Integralgleichung an. Also zunächst mal wollen wir uns diesen Volterra-Operator nehmen. Dafür nehmen wir uns zunächst mal ein kompaktes Intervall, J-Teilmenge, ja, also das ist jetzt nur ein Intervall. Und dann nehmen wir uns einen Kern, der ist stetig von J Quadrat, also vom entsprechenden Quadrat, das von Intervall J aufgespannt wird sozusagen, in die Matrizen über K vom Rang n sozusagen, beziehungsweise von der Größe n. Das ist dann ein stetiger matrixwertiger Kern, weil einfach das Bild dieses Kerns eine Matrix ist. Und unter dieser Voraussetzung, beziehungsweise unter dieser Benennung, heißt der Operator V, der von den stetigen Funktionen von J auf K hoch n in die stetigen Funktionen von J auf K hoch n projiziert, beziehungsweise abbildet und eine Funktion f abbildet auf den Volterra-Operator VK, angewandt, also VK ist das Ding hier, angewandt auf f von t und das soll einfach sein, das Integral von a bis t. Kappa von s, t, f von s ds, wobei a irgendwie fix gewählt ist aus dem Intervall j, das fehlt hier irgendwie so ein bisschen. Das sollte ich vielleicht aber noch ergänzen. Ich mache mir da mal eine Aktennotiz. Aber nicht an dieser Stelle. Da oben muss das hin. Und das f soll stetig sein von j auf k hoch n, damit das Ding eine wohldefinierte Gleichung ergibt. Und das t soll natürlich auch noch irgendwo in j sein, damit das Integral einen sinnvollen Laufbereich hat, weil sonst kann ich den Kappa nicht einsetzen. Ja, und dieser Operator, der heißt Volterra-Operator. Und jetzt ist hier zu beachten, warum steht das nicht in den Folien? Ich habe das doch da reingeschrieben. Das ist auch egal. Hier ist zu beachten, dass hier im Gegensatz zu Fredholm, zu dem Fredholm-Operator oben, wir Integralgrenzen haben, die variabel ist. Ich glaube, das steht erst bei der Volterraschen Integralgleichung. Das ist aber auch jetzt hier schon mal nicht schlecht zu sagen. Wenn wir den Fredholm-Operator uns oben angeguckt haben, dann hatte der ein Kompaktum genommen und über das Kompaktum integriert. Der Volterra-Operator, der variiert die Integrationsmenge selbst. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und dazu leiten wir uns jetzt erstmal eine wichtige Normabschätzung für die Subnorm des Volterra-Operators her, und zwar für die Hintereinanderausführung des Volterra-Operators oder für die Potenz, wenn man so möchte. Da können wir nämlich eine sehr klare Abschätzung hinschreiben, und zwar folgendermaßen. Der Volterra-Operator, so wie er in 2 definiert ist, ist erstmal linear, das ist klar, ne, weil das Integral ist immer noch eine Linearform, den Kern kann man ausklammern, dann passt das. Und er erfüllt diese Abschätzung. Und zwar kann ich die Norm von V hoch J in der Supremumsnorm abschätzen durch B minus A hoch J, das ist sozusagen die Länge des Intervalls, durch H Fakultät, was H ist, sehen wir gleich im Beweis, mal Norm Kappa in der Supremumsnorm hoch J. Also das hängt im Wesentlichen ab davon, wie sich der Kern verhält in der Supremumsnorm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hier fehlt ein bisschen was an Aufschrieb. Ja, ich habe mich einfach vertippt. Das muss T minus A heißen hier oben. T minus A hoch J. Und dann durch J Fakultät. Das ist einfach ein Tippfehler. Entschuldigung. Das werde ich im Skript ändern. Hier drin kann ich glaube ich nicht drin rumschmieren, ne? Also an dieser Stelle muss ein T stehen, an dieser Stelle muss ein J stehen, weil sonst sind die Dinger nicht definiert. Das ist Quark. Ich schreibe es, bevor wir es jetzt beweisen, einfach nochmal richtig hin. Und dann gucken wir, sehen wir hoffentlich, wie das alles ineinander greift. Also Beweis von Satz 16.6. Also zu zeigen, damit es jetzt einmal richtig steht, ist, die Norm von V hoch J in der Subnorm ist kleiner gleich T minus A hoch J durch J Fakultät.
mal die Norm von Kappa in der Subnorm hoch J. So, das wollen wir hinbekommen. Ja, also Linearität, wie gesagt, da halten wir uns nicht mit auf, die ist klar. Und jetzt schätzen wir erstmal ganz naiv die Supremumsnorm dieses Volterra-Operators an. Also, offensichtlich, das ist jetzt eine ganz einfache Standardabschätzung sozusagen, offensichtlich gilt Folgendes, wenn ich mir die Norm angucke von Vf von t, also ich nehme mir die Funktion f, wende den Volterra-Operator darauf an und bilde dann die Subnorm davon, dann ist das kleiner gleich als Länge des Integrationsintervalls, das ist t minus a, ja mal die Supremumsnorm der vorkommenden Integranten sozusagen. Also hier einfach Kappa und die Subnorm von f. Und das gilt natürlich für t aus j. Also da brauchen wir keine Einschränkungen machen. Naja, und das sichert uns jetzt sozusagen die Stetigkeit von V, weil das ist eine Beschränktheitseigenschaft. Das kann uns nicht um die Ohren fliegen, weil das J ist ein kompaktes Intervall, ne? Das heißt, das besitzt ein Maximum. Und dementsprechend ist das hier eine echte Schranke, wenn wir das jetzt nach oben durch das Maximum von T abschätzen. Das heißt, V ist ein stetiger linearer Operator, also ein L von C von J auf K hoch N. Ne, das ist die Stetigkeit und die Linearität ist offensichtlich. Dementsprechend haben wir hier einen stetigen linearen Operator und damit können wir jetzt folgendermaßen argumentieren. Wenn ich mir jetzt anschaue v Quadrat, also v hoch 2 angewandt auf f von t in der Subnorm, dann kann ich das jetzt ja hier oben mit sozusagen abschätzen und bekomme raus, wenn ich die Subnorm von Kappa rausziehe, dass ich hinten noch einmal den Volterra-Operator anwenden muss. Das heißt, es bleibt hier stehen das Integral von a bis t, das ist nach Definition des Volterra-Operators der Fall, und hier drin steht jetzt eben die Norm v angewendet nochmal auf f von s in sub ds. So, jetzt kann ich das hier oben natürlich wieder abschätzen, so wie ich es hier oben gemacht habe, nur dass da jetzt ein s statt ein t steht, das ist dann nochmal Norm Kappa. Das gibt dann ein Quadrat. Dann kommt hier noch ein Norm f sub raus. Das korrespondiert hier oben zu. Naja, und jetzt haben wir hier allerdings natürlich noch sozusagen ein Restintegral, wenn ich mir das genau angucke, weil wir haben ja hier die Subnorm stehen, nicht den Operator selber. Das heißt, hier bleibt noch ein Restintegral a bis t stehen. Und da steht nur drin s minus a ds. Und das ist sozusagen hier vorne der Teil der Abschätzung. Also da steckt jetzt die Länge des Integrationsintervalls drin. Ja, und das Integral, das kann man explizit ausrechnen. Das ist t minus a Quadrat halbe, also 2 Fakultät, mal die Norm von Kappa in der Subnorm Quadrat, mal die Norm f in der Subnorm, so wie es da oben steht. Und das babbelt man jetzt sozusagen induktiv durch. Also induktiv erhalten wir ja Norm Vj Sub. Warum steht da eigentlich ein Sub dran? Das ist eigentlich die Operatornorm gemeint. Ein Moment, das haben wir sofort. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Buch liegt. Ja, das ist die einzige Norm, wo kein Sub dran gehört. Also streichen wir hier die Subnorm, das ist einfach die Operatornorm. Das ist auch irgendwie sinnvoll, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich der Volterra-Operator wirklich ein Operator ist. Beziehungsweise hier muss sie stehen bleiben. Warum muss sie hier stehen bleiben? Weil hier betrachten wir nicht den Operator, sondern hier betrachten wir einen Operator angewendet auf Funktion. Hier oben muss sie weg. Und hier muss er wieder stehen, weil hier ist wieder das gleiche Spielchen. Hier wenden wir ja die Funktion schon, den Operator schon auf die Funktion an. Was wir jetzt allerdings erhalten, ist induktiv Folgendes. Die Operatornorm von Vj, das ist ja das Supremum über alle Norm f in der Subnorm gleich 1 Norm Vj f von t in der Subnorm gemessen. Na, jetzt können wir sozusagen das hier einsetzen. Das können wir jetzt durch die Induktion sozusagen abschätzen als... Naja, erstmal Supremum Norm f sub gleich 1 Norm vj Norm f sub. Ne, das ist diese Operatorabschätzung, die wir haben. Das hier vorne, das können wir jetzt durch diese Sache hier oben abschätzen, indem wir halt sozusagen die Induktion vorschmuggeln, die wir jetzt nicht ausgeführt haben, weil die jetzt kein großes Problem ist. Und man wiederholt einfach das Argument da oben.
J. Naja, und das hier ist dann natürlich gleich 1, weil wir supprimieren ja nur über die Norm f, die gerade Subnorm 1 haben. Ne? Und damit steht da die Aussage. Also Entschuldigung für die leichte Verwirrung mit den Normen. Das werde ich im Skript korrigieren. Weil das ist einfach die Operatornorm. Na, also wenn man den Volterra-Operator iteriert sozusagen, dann kann man die Norm der Iteration sehr schön beschränken durch die Norm des Integralkerns. Und das ist eine ganz, ganz gute Eigenschaft, sage ich mal. Ja, warum ist das eine gute Eigenschaft? Das wird uns gleich helfen, wenn wir zeigen wollen, dass die Volterra-Gleichung sozusagen eindeutig lösbar ist. Das werden wir tatsächlich zeigen. Das werden wir aber auch nur deshalb zeigen, weil die haben noch eine spezielle Eigenschaft, die wir jetzt gleich in Satz 16, 8 sehen werden. Aber kommen wir zunächst mal zur Volterraschen Integralgleichung. Wie gesagt, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr verwirrt, aber gemeint ist hier vorne einfach die Operatornorm. Das heißt, streicht euch das Sub durch und dann geht der Rest durch. Jetzt kommen wir jetzt erstmal zu der Definition der Volterraschen Integralgleichung. Und dafür nehmen wir uns jetzt eben so einen stetigen matrixwertigen Kern Kappa auf dem kompakten Intervall J, so wie wir es eben im Volterra-Operator hier vorne schon definiert haben, weil sonst können wir den Operator nicht anwenden. Und dazu nehmen wir uns folgende Integralgleichung, und zwar f von t soll gleich sein der Volterra-Operator, also Integral a bis t, Kappa von s, t, f von s ds. Warum sind hier so viele Fehler drin? Das soll natürlich nicht f von t gleich heißen, das soll natürlich f von t minus heißen. Also hat der Autor aber schlampig gearbeitet, also der Autor der Folien. Also wenn er den erwischt, ne, da könnt ihr euch mal eine erboste E-Mail schreiben. Also ich schreibe es nochmal, ich schreibe es einmal sauber auf, damit wir es jetzt hier einmal losgelöst von der Folie haben. Also 16.7 wäre folgendermaßen gegangen, also Kappa, wie gesagt, also J Teilmenge R kompakt, Kappa stetiger matrixwertiger Kern, also in C von J Quadrat auf die Matrix Gruppe N von K, nee, MK von N. Ah, das macht sowieso jeder ein bisschen anders, je nachdem, wer so lineare Algebra liest. Und dann nennen wir folgende Integralgleichung, Volterra-Integralgleichung, und zwar f von t minus Integral a bis t, dann hier den Kern Kappa von s, t, f von s ds. Ja, und das können wir jetzt eben ausklammern zu i minus Volterra-Operator angewandt auf f von t. Ja, und das soll gleich sein g von t. Das ist sozusagen das, was wir haben wollen. Diese Integralgleichung, die heißt Volterrasche. Ne, Doppel-R und ein S so rum. Volterrasche Integralgleichung. So, jetzt haben wir sie einmal so stehen, wie sie wirklich da sein muss. Wie gesagt, auch das fixe ich noch im Skript. Muss das genauer lesen, bevor ich das aufnehme eigentlich. Ich gelobe mal Besserung fürs nächste Mal. Auf jeden Fall mit dieser Version der Volterraschen Integralgleichung, weil das ist die, die wir brauchen werden, da können wir Folgendes beweisen. Für jede stetige Funktion g in c von jk hoch n kann ich diese Integralgleichung 4 eindeutig lösen. Und zwar indem ich f darstelle als i minus v hoch minus 1 mal g. Also insbesondere ist die Identität minus Volterra-Operator bijektiv. Sonst könnte ich minus 1 hoch minus 1 nicht hinschreiben. Und diese Lösung kann ich iterativ berechnen. Und zwar ähnlich zu dem, was wir in Beispiel 15.4 gemacht haben. Das war diese Input-Output-Analyse nach Leontief, ne, wo wir uns diese Volkswirtschaftsgeschichten angeguckt haben. Das ist sehr analog zu dem. Und das wollen wir jetzt tatsächlich zeigen. Und dafür brauchen wir dann an einer Stelle, ich weiß es nicht, ob wir dafür jetzt die Abschätzung oben brauchen und ob wir die Abschätzung nur für 16.9 brauchen. Das sehen wir jetzt gleich im Beweis. Ne, wir brauchen sie jetzt. Und zwar wollen wir jetzt eben Beweis von Satz 16.8 uns anschauen. Na, und jetzt benutzen wir eben als erstes sozusagen den, ja, wie heißt es, diese Abschätzung, die wir da oben haben.
Und dann betrachten wir eine spezielle Funktion. Und zwar folgendermaßen. Also wegen Norm VJ, das J nach innen, auch hier natürlich wieder die Operatornorm gemeint, kleiner gleich T minus A hoch J geteilt durch J Fakultät mal Norm Kappa, das in der Subnorm hoch J. Und jetzt setzen wir uns mal explizit J gleich A, B fest. Dann können wir das hier wirklich mal abschätzen durch B minus A hoch J durch J Fakultät Norm Kappa Sub hoch J. Ne, dann muss man einfach nur hier das T sozusagen durch das Maximum abschätzen. Dann passt das hier. Für J aus N, das ist einfach die Aussage der Hilfsabschätzung, die wir da vorne gezeigt haben. Für J aus N folgt. Ja, und jetzt betrachten wir das, was wir in der Spektraltheorie nächstes Kapitel kennenlernen werden, als den Spektralradius von V. Und zwar betrachten wir Lim Sub über die Karte Wurzel aus der Norm von V hoch K. Also so ähnlich sozusagen wie der Konvergenzradius und das K läuft. Das K läuft gegen unendlich. Ja, genau. Und jetzt müssen wir da drin ein bisschen rumwühlen, sozusagen. Also das ist kleiner gleich, Lim Sub. Und jetzt schreiben wir hier oben die Karte Wurzel um. Und jetzt setzen wir hier erstmal ein, die Monotonie der Kartenwurzel ist bekannt. Jetzt setzen wir hier oben erstmal diese Abschätzung ein. Dann erlangen wir hier sozusagen B minus A, jetzt natürlich hoch K, weil wir jetzt hier für ein spezielles K aus N arbeiten, durch K Fakultät. Mal die Norm von Kappa in der Subnorm hoch K. Ja, das ist einfach diese Norm hier oben, also diese Normabschätzung hier oben eingesetzt für das spezielle K. Das kann ich jetzt ausnudeln, indem ich erstmal sage, das ist gleich Lim Sub. Natürlich wieder für K gegen unendlich. Vergisst man relativ leicht dran zu schreiben. Ja, B minus A hoch K, da die Karte Wurzel draus ist, B minus A. Unten kommt die Karte Wurzel aus K-Fakultät raus. Ja, und dann kommt hier hinten natürlich noch die Norm von Kappa in der Subnorm raus, die das hoch K kürzt. Und das kann man jetzt so ein bisschen trennen. Dann bleibt nur noch über B minus A mal die Norm von Kappa in der Supremumsnorm mal den Lim Sub K gegen unendlich über 1 durch die Karte Wurzel aus K-Fakultät. Und das ist jetzt eine dieser Sachen, die man außer Anna 1 noch kennt. Da kommt 0 raus. Das heißt, das ist insgesamt 0. So, und das heißt jetzt, ja, wenn ich alles aufsummiere, was mir hier so um den Trichter fällt, an Normen von V hoch J, dann ist das kleiner als unendlich. Das ist so eine ähnliche Betrachtung sozusagen, wie wenn ich mir hier Potenzreihen anschaue und mir davon sozusagen mit der Lim-Sub-Formel den Konvergenzradius rauspicke, dann bin ich da natürlich in einer Lage, wo ich dann sagen kann, okay, dann muss ich dadurch teilen und dann bekomme ich halt den Konvergenzradius raus und dann teile ich eben sozusagen formal durch 0 und bekomme in diesem Falle dann damit unendlich raus. Das ist so ein Analogon, das dabei ist und ich habe irgendwie darauf verzichtet, den Spektralradius hier schon einzufügen, aber das ist nicht so dramatisch. Also das werden wir halt im nächsten Kapitel nochmal sauber machen. Und für den jetzigen Zeitpunkt reicht uns einfach zu wissen, dass dieser Lim Sub gleich 0 ist und dadurch eben die Reihe über die Norm konvergent sein muss. Weil ansonsten, wenn das hier gleich unendlich sein muss, dann müsste ja diese Norm hier irgendwann mal einen großen Häufungspunkt haben. Na, und dann dürfte das hier nie 0 sein. So, wenn das aber kleiner als unendlich ist, ne, dann wissen wir ja, das ist eine Neumannsche Reihe. Na, dann können wir uns also nochmal in den Beweis von 15.3 zurückversetzen sozusagen und diesem Beweis sozusagen entnehmen, dass daraus folgen muss, dass die Summe über V hoch J schon konvergent sein muss. Na, das ist sozusagen jetzt der Witz mit der Neumannschen Reihe, warum sich die wirklich als sehr nützlich erweist. Also das hier, das ist eine Neumannsche Reihe. Die ist konvergent, wie wir gerade gezeigt haben, weil sie ist kleiner als unendlich. Naja, und das heißt aber auch,
Ja, die zugrunde liegende Reihe ohne Beträge, also nach 15.3 muss die Reihe j gleich 0 bis unendlich über v hoch j selbst konvergieren. Und zwar muss sie konvergieren gegen i minus v hoch minus 1. Naja, und das ist gerade die Behauptung. Und die iterative Lösbarkeit sozusagen, die folgt dann ähnlich wie in Beispiel 15.4. Und wir werden uns das jetzt in Bemerkung 16.9 auch nochmal genauer angucken, was genau ich damit iterativen Lösen meine. Und zwar haben wir das folgendermaßen. Ich switch kurz wieder zu den Folien. Also das wird jetzt auch nur ein Video insgesamt, also das dann für die Minuten teile ich das jetzt nicht auf. Und zwar, wenn ich mir diese Integralgleichung, das ist eine falsche Referenz, wenn ich mir die Integralgleichung 5 angucke, also diese Gleichung f gleich i minus v hoch minus 1, dann kann ich die in folgendem Sinne iterativ berechnen. Und zwar kann ich natürlich diese unendliche Reihe VJ, die wir gerade da in der Neumannschen Reihe in Beweis gesehen haben, die kann ich nach n Schritten abbrechen. Und dann kriege ich diese Konvergenzrate raus, nämlich die Lösung f. Also f ist die Lösung dieser Gleichung da unten, die wir ausgerechnet haben. Minus der Approximation an die Lösung über die Neumannsche Reihe, gemessen in der Supremumsnorm. Das ist kleiner gleich als e hoch c, wobei c eben dieses b minus a mal Norm Kappa Sub ist, mal c hoch n plus 1 durch n plus 1 Fakultät mal die no Subnorm von g. Das heißt, die Konvergenz ist schneller als linear. Das heißt, wir brauchen nur relativ wenig Iterationen, um eine zufriedenstellende Genauigkeit hinzubekommen, was aus numerischer Sicht natürlich wieder interessant ist, weil solche Volterraschen Integralgleichungen kommen relativ häufig vor, wenn man Numerik auf gewöhnlichen Differentialgleichungen macht oder betreibt. Dann steht man relativ schnell an einer Volterraschen Integralgleichung, und da ist es natürlich schön zu wissen, dass ich die iterativ sozusagen berechnen kann mit einer guten Geschwindigkeit. Das ist natürlich für die Numerik nicht der Weisheit letzter Schluss. Da gibt es noch viel, viel ausgefuchstere Methoden, seien das jetzt Runge-Kutta-Verfahren oder entsprechende Rosenberg-Verfahren. Aber das ist so eine der Grundmöglichkeiten, an die Lösung zu kommen, dass man einfach diesen Volterra-Operator iteriert und da entsprechend nach ein paar Schritten aufhört. Das Problem ist natürlich, das liefert einem noch nicht wirklich eine Lösung, weil man muss im Volterra-Operator ja selber nochmal approximieren. Naja, es ist immer so ein bisschen friemelig. Gut, das wollen wir noch beweisen, dass da diese Konvergenzrate vorliegt sozusagen. Und das machen wir folgendermaßen. Das ist jetzt nicht mehr besonders dramatisch. Wir müssen halt nur im Prinzip alles, was wir bis jetzt gemacht haben, an Abschätzungen einfach zusammensetzen. Ja, also Beweis von Bemerkung 16.9. Ja, was wollen wir abschätzen? Wir wollen abschätzen f minus Summe j gleich 0 bis n über v hoch j angewendet auf g in der Subnorm. Jetzt setzen wir für f die aus 16.8 bekannte Darstellung, also aus dem Beweis sozusagen Darstellung als Neumannsche Reihe ein. Ja, das kann ich jetzt ja schreiben als j gleich 0 bis unendlich über v hoch jg, ja, minus diesen Anfangsterm sozusagen, v hoch jg. Das werte ich in der Subnorm aus. Das kann ich jetzt natürlich zusammenziehen. Ne, das ist die Norm. Summe, jetzt brauche ich natürlich erst bei n plus 1 anfangen und dann bis unendlich hochzählen, weil die Terme hier kommen ja sowohl hier als auch hier vor, die kürzen einfach raus. Naja, und darauf wende ich jetzt die Dreiecksumgleichung an und ziehe die Beträge sozusagen oder die Subnorm nach innen. Und dann lande ich bei der Reihe j gleich n plus 1 bis unendlich. Ja, hier drin bleibt übrig Norm v hoch j in der Operatornorm mal die Norm von g in der Supremumsnorm. Naja, und dafür kennen wir ja eine explizite Abschätzung aus dem vorigen Satz. Da könnten wir jetzt hinschreiben b minus a hoch j durch j Fakultät mal Norm Kappa Sub. Das können wir jetzt aber durch die Setzung von c verkürzen zu c hoch j geteilt durch j Fakultät mal die Subnorm von g. Naja, und was sehen wir jetzt hier sozusagen? Wir können hier den n plus ersten Summanden rausziehen. Also ich schreibe das mal ganz, also wir können das g sub rausziehen, logischerweise. Wir können den n plus ersten Summanden rausziehen. Mal. Gibt das Sinn, was ich hier schreiben will?
Gucken wir mal. Ich schreibe es mal erstmal so auf wie hier, weil was hier jetzt natürlich passiert ist, wir können auf jeden Fall GSUB rausziehen. So, bevor wir jetzt irgendwie hier was Falsches machen. So, was bleibt dann stehen? Es bleibt stehen Summe J gleich N plus 1 bis unendlich C hoch J durch J Fakultät. So, jetzt machen wir einen Index-Shift. So, machen wir es auf die ganz, ganz lustige, ruhige Variante. Wir shiften das auf J gleich 0 bis unendlich. Dann kommt natürlich ein N plus 1 hier runter. Das kommt hier oben natürlich dazu. Also steht hier C hoch J plus N plus 1 durch J plus N plus 1 Fakultät. So. Jetzt ziehen wir hier ein C hoch N plus 1 raus. C hoch N plus 1. Naja, und hier unten ziehen wir ein N plus 1 Fakultät raus. Ja, was bleibt dann über? Es bleibt über der Rest sozusagen, ne? Also Summe J gleich 0 bis unendlich. C hoch J durch J Fakultät. Plus irgendwie ein bisschen Rattenschwanz. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wenn ich hier unten das Ganze mal einsetze und N plus 1 Fakultät rausziehe, dann bleibt sozusagen der Rest stehen. Allerdings nicht ganz, sondern das bleibt sozusagen stehen J. Oh, das ist ganz akkurat. J mal J minus 1 mal J. Ja, und jetzt müssen wir aufhören sozusagen beim. Ich hätte das vorbereiten sollen, wa? Müssen wir aufhören. Ja, wir hören mal ganz auf. Wir sagen einfach, okay, plöpp. Wir schätzen das mal ganz rabiat ab. Das ist kleiner gleich als Summe J gleich 0 bis unendlich C hoch J durch J Fakultät. Damit machen wir auf gar keinen Fall einen Fehler. Ja, weil das ist sozusagen der größtmögliche Nenner und dann der kleinstmögliche Nenner, weil ansonsten würden wir ja noch multiplizieren und dann können wir es hier nach oben abschätzen. Ja, und das ist die Exponentialfunktion, ne? In Reihendarstellung. Also hier steht dann e hoch c mal c hoch n plus 1 durch n plus 1 Fakultät mal Norm g in der Subnorm. So. Ja, und das ist genau die Abschätzung, die wir haben wollen. Auch hier wieder ein bisschen Entschuldigung für das Kuddelmuddel, aber es ist vielleicht mal ganz gut zu sehen, weil auf die Art und Weise entstehen meine Beweise nämlich. Ich überlege mir irgendwas und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann versuche ich das Ganze so grob wie möglich abzuschätzen, sodass dass man da erstmal irgendwas sieht. Und auf die Art und Weise wäre auch ein Beweis entstanden, wenn man den sauber hinschreiben wollen würde wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das hätte eine besser vorbereitete Folge sein können. Ich bitte da vielmals um Entschuldigung. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so dramatisch, weil es ist, glaube ich, alles mit relativ Hand und Fuß hergeleitet. Also, wir haben Friedholmsche Integralgleichung mit kompakter oder mit konstanter Integrationsbereich und Integrationsgrenzen. Wir haben Volterrasche Integralgleichungen, wo die Integrationsgrenzen floaten dürfen, also sozusagen sich das Integral im Operator an dem t orientiert, was ich einsetze. Und tatsächlich für diese etwas auf den ersten Blick komplizierter anmutende Geschichte, da können wir eine iterative Lösung über die Neumannsche Reihe berechnen, die sogar noch vernünftig konvergiert, sage ich mal, also schneller als linear, also in einer akzeptablen Zeit. Das ist eine ganz wünschenswerte Eigenschaft und das ist tatsächlich, glaube ich, auch erstmal der Cut für Integralgleichungen, die wir in diesem Kurs hier machen. Also das ist erstmal im Rahmen dieses Kurses nicht großartig vorgesehen, noch weiter Integralgleichungen zu untersuchen, vielleicht hinterher in der Distributionstheorie nochmal darauf einzugehen, wie sich diese Ergebnisse in den Distributionssinn übertragen lassen könnten. Da weiß ich aber selber noch nicht hundertprozentig, was ich da mache. Und wer jetzt die Behandlung von solchen Integralgleichungen interessiert, der kann in das Buch von Caballo den Grundkurs reingucken, Grundkurs Funktionalanalysis. Das sind die Abschnitte 4.4 bis 4.6. Da geht es nochmal genauer auf Integralgleichungen ein. Ich habe es für diesen Kurs rausgenommen, weil das ist der Überblick, den man meines Wissens nach oder meiner Meinung nach haben sollte, wenn man sich so ein bisschen mit den linearen Integralgleichungen beschäftigt hat. Aber viel mehr braucht man darüber hinausgehend nicht. Zumindest nicht als Grundlage. Gut, das wäre es von meiner Seite zu diesem Kapitel. Wie gesagt, nächstes Mal geht es ein bisschen in die Grundlagen der Spektraltheorie. Das ist ein ganz interessantes Kapitel. Und danach schließen wir Kapitel 3 bzw. Teil 3 ab mit den Sätzen von Herrn Banach. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören oder Zugucken, habt ein bisschen was gelernt und habt euch nicht abschrecken lassen davon, dass teilweise die Mathematik heute wirklich live on tape entstanden ist. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Video und ja, euch noch eine traumhafte Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.